Fernglas, hui. Was das mit dem Fernglas gab es schon. Am Fußstabschuhen gab es schon im dritten Teil oder ab dem dritten Teil, ja. Ja, ich finde es aber trotzdem ein nettes Detail, was man immer erwähnen kann. Auch wenn es das schon gab, aber was soll's. Juhu. Gut. Lieber Fremdenführer. Zeig mal wo, an, wo es lang geht hier. Ach cool. Gleich so früh schon mal eine Schrotflinte. Und es war noch nicht mal ein Secret, weil es ja einfach rumlag. Machst du dir jetzt das für mich an, oder? Ich meine, ist ja schön, aber so dunkel ist es jetzt ja auch nicht. Wir sind jetzt auch alleine, das weißt du, ne? Das wichtigste Item in Speedruns. Kann man fast jedes Level skippen, naja. Da oben ist irgendwas, ich speichere mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, da könnte ein... könnte irgendwas runterfallen und mich zermatschen. Ich traue dem Spiel nicht. Da im dritten Teil traue ich dem Spiel wirklich nicht und den Entwicklern. Ich traue dem aber nicht. So, ich gucke jetzt wirklich hier in jede Spalte, ob ich hier irgendwie noch was finde. Irgendwie. Gerade sein, die Secrets oder so. Ich meine, ich finde eh keine Secrets, also. Nicht wirklich. Oh Gott, erster Gegner. Hilfe. Ja gut, die lassen mich gut abschießen. Aber wahrscheinlich wäre ich dann vergiftet, wenn die mich treffen würden. Merke dir, dass das Fernglas ein Nachtsichtgerät hat. Das hast du dir von Werner gemerkt? Ich dachte, dazu war jetzt gar nichts. Ich will mir nichts von Werner merken, der, wie gesagt, also... Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, Lara ist alleine ganz gut. Ist Lara viel besser dran, oder? Es guckt immer noch so ernst wie eh und je, ne? Ja, sehr sandig hier, ne? So, komm, wir machen mal ganz in Ruhe an, genau. Ja, der wartet oben, bis ich jetzt da vorlaufe und erstmal hier die ganzen Skorpione und alles, was hier rumläuft, cleare. Ja. Schon mal sehr schöne, bedrohliche Musik hier. Lara steht da wie so eine Litfaßsäule. Was bist du denn? Also so ein untoter Hundi wieder. Hä, die lösen sich auf. Okay. Was haben wir hier in der Spalte? Nix. Die Spalte ist leer, aber das da hinten ist doch was. Guck mal, das sieht doch irgendwie sekretmäßig aus hier. Aha. Le Secret. So, speichern. Das Speichern geht ja auch schön schnell, das gefällt mir eigentlich. Das war ein Schakal. Naja, Sinn. Interessant. So, da gehen wir jetzt rein. Na gut. Auf Ihre Verantwortung, Herr Fremdenführer. Ach, da ist auch noch was. Einfach ein bisschen Munition, ein bisschen Fackeln sparen, einfach ins Dunkle schießen. Das haut auch hin. Aber mir gefällt schon mal, also man merkt so, so grafisch hat sich's auch ein bisschen verbessert, ne? Also. Ich sag, ich finde halt, die Tomb Raider-Spiele sind halt für das, also alt wie die sind, sehen die trotzdem gut aus, finde ich. Also, für die technischen Möglichkeiten, die man hatte. Oh, das Medikit kannte ich noch nicht. Ja, ja, siehst du entdeckst immer wieder neue Sachen in meinem Stream, ja. So. Bis. Aber seht ihr das? Die Tiere bluten wieder oder die Gegner bluten wieder rot. Das Spiel ist 1000% brutaler geworden. Nicht mehr pink, weil... das war auch immer lustig, ja. So, okay, wir haben jetzt also hier in der Wand... Irgendwas muss hier reingesteckt werden, oder? Was war das denn? Was war da? Okay. Tja, wir bereiten mal das Katzenklo vor, ne? Würde ich mal sagen.
Kannst ja auch deine Hand reinstecken, oder? Also ich würde nicht in irgendwelche Löcher meine Hand reinstecken. Das kann in den besten, kann in den schlimmsten Fällen sehr, sehr ungeahnt ausgehen. Ich mag, dass es plötzlich mehr Level-Design gibt. Ja. Das Grab ist optisch wirklich ein Highlight. Das sind neue Schalter zum Reingreifen, okay. Ich würde es trotzdem nicht machen, aber gut, ich bin ja nicht ich, sondern ich bin jetzt Lara, ne? Oh, da sind sogar manchmal Medikits drin, sehr schön. Die ich wahrscheinlich später auch brauchen werde. So. Okay, der Sand wird mir als Übergang dienen. Auch schön, dass in so einem alten Grab einfach mal so ein Medikit rumliegt. Da hat Seth extra an mich gedacht hier. Was haben wir denn hier Feines? Der sieht auch komplett unbeeindruckt aus, also. Ja, schön, also. Ich wäre gerne mal gespannt, was, also, wie gesagt, wie abwechslungsreich das Spiel wird. Also, Vampire Gold, du sagst ja, es ist jetzt nicht so abwechslungsreich, aber. Ja. Die Lichtstimmung ist auch toll für die Zeit, ja? Da hast du recht, finde ich auch, also. War das nicht so, dass ab dem Teil eigentlich der Tomb Raider Level Editor dazu kam? Als wenn ich mich jetzt recht erinnere. Auf jeden Fall, ab irgendeinem Teil kam noch der Level Editor dazu und seitdem haben wir unendlich viele Custom Maps, ja. Und Level. Was ich ziemlich cool finde. Also, ist übrigens auch mal eine Sache. Ich werde auch mal in Zukunft ein paar Custom Level spielen. Das heißt, wenn es da irgendwelche Vorschläge gibt, gerne ran, ja. Also auch etwas, was spielbar ist. Jetzt nicht irgendwas, wo ich einen Schritt laufe und dann. Weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Sabatus-Level habe ich schon. Nee, ich habe Sabatus Super 1 gespielt, das reicht. Oh. Oh, Lara, das muss doch wehtun. Das muss doch wehtun, Mensch. Oh Gott. Naja, gut, Lara. So, schwingen, schwingen, schwingen. Ich hoffe, ich mache das richtig hier. Das sieht gut aus. Das schaffe ich doch niemals, oder? Und. Lass los! Soll man das schaffen? Soll ich da ins Loch kommen? Nein, aus der Affäre kommst du nicht mehr raus. Du willst ernsthaft, dass ich mir Sabatus Tomb Raider 2 an. Dass ich mir Sabatus Tomb Raider 2 antue. Wenn es denn rauskommt. Du bist echt ein Sadist, kann das sein? Also. Ja, nimm! Jetzt. So. Bin ich unten? So, dann schwing mal. Oh ja, das ist. Oh, das ist schon besser. Das sieht doch gut aus, Lara. Aber nicht gegen die Wand klatschen, bitte, ne? Boah, schwindelerregend hier. Und. Naja. Ich sah, also jetzt mit den Seilen ist halt wirklich eine Qual. Ich komme damit nicht klar. Also. Wir versuchen das nochmal. Übung macht den Meister. Ja, Lara, halt dich fest. Schwingen ist das Schlimmste in Tomb Raider 4, sag ich ja. Ja, dann übe hier am besten. Ja, ich bin dabei. Ich bin ja froh, dass ich zumindest weiß, wie ich schwingen kann. No, also ich schwinge und dann müsste ich doch Alt drücken und dann springt sie im letzten Moment ab, oder? Yes, na geht doch. Ach, dann nur für ein Secret. Aber ist okay, ich freue mich, also. Ich bin voller Freude. Was das denn? Ist ja gemein. So, ist es weg? Ja. Ohne sich mit irgendeinem Geräusch anzukündigen, ja. So, was ist denn hier überhaupt? Ih! So für ein kleines Medikit hier, naja.
Der erste Tod halbwegs, naja. Dass du dich ja so freust, ey. Warum? Sei doch froh, wenn ich vorankomme, statt dass ich da unten sterbe. Ja. So. Das ist eklig, das Ding da oben. Kann ich ja. Bin ich ja. Nee, bin ich nicht. Oh, unangenehm. Komm, Lara, rette dich schnell. Eine Falle, die das Secret bewacht. Ein paar Fackeln. Okay, jetzt bin ich sicher. Ja. Was das darstellen soll. Irgendeine komische Stachelwalze. Da möchte dich jemand leiden sehen. Ich glaube auch, ja. Kirschkali ist da so ein bisschen. Der freut sich immer, wenn ich hier versage, ne? Man freut sich doch immer, wenn der Let's Player leidet, ja. Also ein bisschen. Kann ich mich einfach jetzt hier fallen lassen? Warte mal. Nee, oh Gottes Willen, nein. Und springen! Naja, ich lebe noch. Mensch! Ja, es tut mir leid, ihr Hundi, ne? Aber noch zwei weitere. Ja, tut mir leid, ne? Aber ich meine, wenn ihr mir so reinrennt, was soll ich sagen? Hab jetzt noch einen Counter angerichtet, noch. Was soll ich dazu sagen? Oh, da unten. Oh, was haben wir denn da? Eine Uzi, geil. Oh, wir finden da richtig gute Waffen hier schon ganz früh im Spiel. Das freut mich. So. Ist da jetzt unten was oder sind das einfach nur die Skorpione, die da... Ich will mich nur mal dranhängen, nur mal gucken. Nee, ist einfach nur eine kleine Falle, wo die... Wenn ich da reinfalle, dass ich gleich vergiftet werde. Interessant, aber dann werde ich das mal gleich ignorieren. Sollte sich jetzt heilen. Ich warte erstmal, wie lange ich noch überlebe. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt bin ich wieder hier unten. Das war der ganze Umweg war nur für ein Secret oder was? Ist ja verrückt. Das Rumgetippe geht mir dezent auf die Nerven hier. Lara und Greenpeace werden keine Freunde. Nein, ich glaube auch nicht. Gerade nach den ganzen Tieren mit roten Tierarten wohlgemerkt, die sie in den ersten Teilen umgebracht hat, ja. Schneeleoparden, Gorillas, was so. Also wirklich, es war schon sehr, sehr fragwürdig, aber so ist Lara halt, ne? Ich meine, sie hat im letzten Teil auch einfach einen armen Piloten umgebracht. Einfach so. Steck's rein. Geht's nicht, oder? Ah nee, ich muss wahrscheinlich erstmal die beiden Teile zusammenfügen. Okay. Gut. Dann gucken wir mal hier unten lang. Ich speichere mal wieder. Okular. Na, machst du jetzt die... Ah! Oh Gott. Schön, dass du da einfach den Boden ein bisschen angewärmt hast. Wie wär's denn, Willst du nicht nach vorne gehen? Komm, ich gebe dir mal einen kleinen Stoß, ne? Ja. Gut. Ich lebe noch. Ja, gut. So, sehr schön. So, jetzt können wir ja sogar kombinieren. Das ist ja richtig hier Point-and-Click-Adventure-mäßig. Das Auge des Horns. Na dann. Können die mich verletzen eigentlich? Nö, wenn ich dann nur so... Rumhängen ist das in Ordnung. So, kommst du wieder mit raus, bitte? Ich brauche deinen Geleitschutz hier. Ich habe Angst. So, dann werden wir das Okular hier einführen. Und dann sollte die Grabkammer uns ja offen stehen. Oder zumindest ein weiterer Teil der Grabkammer. Ach, des Horus. Ja, des Horns. Ich habe mich verlesen. Das Auge des Horns ist aber auch ein schöner Folgentitel, merke ich mir. Das Auge des Horns, ne? Klingt natürlich viel eindrucksvoller, findest du nicht?
Das Auge des Horus, nein, das Auge des Horns. Ab jetzt heißt es Horn. Genau. Genau so. Und nice! Das sieht ja. Diesmal sind wir nicht im Museum, ja? Diesmal sind wir hier in einem echten Grab, in einer echten Grabkammer. Und die Nase ist noch dran. Obelix hat sie noch nicht dran gehangen. Also, Yuki Biene, jetzt nur für dich. Ich habe keine Auge. Ich habe kein Auge des Horns an meiner Wand. So. Nur für dich. Und das gilt nicht als Todescounter, ja? Das mache ich nur, weil. Ist ja auch. Ich sag mal so, man hat irgendwie immer. Man hat irgendwie auch immer die Lust, hier solche. Ja, einfach solche Schlüchte hinunter zu springen. Schluchten. Oh, ich kann nicht mehr reden, ich merke das schon. So, Munition habe ich natürlich auch, moderne Munition in so einer alten Grabkammer. Oh, Medikit, da findet man auch viele Medikits, das finde ich gut. Ich glaube, die werde ich später gut gebrauchen können. Ja, für die Show, ja komm, das war jetzt offensichtlich. Das war jetzt offensichtlich ein beabsichtigter Tod. Aha. So, was machst du jetzt? Okay, er hat einfach mal das Wasser angezündet. Jetzt haben wir hier brennende Lava. Okay. Der scheint wirklich stärker zu sein, als ich dachte. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Lara brennt in dem Spiel? Okay, das Feuer ist auch ein bisschen anders. Ist doch schön. Fackeln gibt es hier im Überfluss. Ja, gut zu wissen. Aber... solange ich sie nicht brauche, momentan habe ich ja noch hier meinen Fackelträger. Lass uns Zeit. Ja, wo willst du uns hinführen? Warte mal, ich will mal nicht. Ich gehe einfach mal einen anderen Weg, weil ich es kann. Ich weiß nicht warum, aber ich muss nicht immer anderen Leuten hinterherlaufen, oder? Ich habe meinen eigenen Willen. Ja, siehst du? Und da finde ich schon wieder was. Wusstest du, dass Lara coole Drehungen macht, wenn du beim Kopfsprung eine Rollentaste drückst? Das macht er nur für die Show, er ist halt ein Profi. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich das unterstreichen kann, aber... Ich sag, wenn du das sagst, dann nehme ich das jetzt einfach mal so als Kompliment hin, ja. So, ist das jetzt... Kann ich in dieser komischen Ölplörre eigentlich eintauchen? Ja, okay. Bleh. Wahrscheinlich müssen wir jetzt unseren Fremdenführer auch hier den Weg eröffnen, damit er das anzünden kann oder so. Also normales Wasser ist es auf jeden Fall nicht. Irgend so eine... Weiß ich nicht. Vielleicht so ein Becken mit Konservierungsflüssigkeit. So, hier ist auch zu. Ja, dann ist nämlich Raten, er zündet es jetzt an, ne? Habe ich recht? Also auch echt nice inszeniert hier, so mit diesen kurzen Zwischensequenzen immer. Das macht das irgendwie so cinematischer. Cineastischer, ja. Hast du fein gemacht. Oh, ich sehe schon wieder Rätsel hier. Du kommst richtig gut voran, 30 und wir sind durch. Ich glaube nicht. Ich glaube, so einfach bleibt es nicht, oder? Wie du meine Frage... Ja, Entschuldigung, ich hab deine Frage vorgelesen und hab mich darauf beantwortet. Ja, ich weiß das. Ich glaube, im dritten Teil habe ich das auch das ein oder andere Mal gemacht, ne? Was? Kann ich ja mal probieren, wenn ich einen großen Abgrund sehe. Gut. Ich mache jetzt immer mal eine Fackel an. Irgendwas. Oh, das ist eine moderne Fackel hier. Okay. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht, aber... Okay, also ich laufe jetzt hier wahllos über diese Symbole. Und offensichtlich kommt da bei manchen Feuer raus. Mhm. Ja, ist doch in Ordnung, oder nicht? Denn das jetzt noch?
brennt doch alles, ist doch gut so. Mach auf. Stimmt, er muss öfter sterben, dass wir mehr Streams haben. Glaub mir, das wird oft genug noch passieren. Also guck dir einfach mal mein Let's Play zu Tomb Raider 3 an. Da bin ich so oft gestorben, das ist nicht mehr feierlich, glaub mir. Also, da bin ich irgendwie 5 Meter gelaufen und schon bin ich umgekippt. Okay, da funktioniert jetzt irgendwas nicht hier. Ich gehe nochmal runter, ich will mir angucken, wie die Situation unten aussieht, wenn ich da runterkomme. Hier ist auch irgendwas versteckt wahrscheinlich, ja? Nee. Ich frag mich schon, wie oft du noch durchs Feuer rennen willst. Aber lass mich doch! Oh, was haben wir hier? Was haben wir denn jetzt aufgenommen? Gewehr? Okay. Ja, ist ja scheinbar gut, dass ich hier unten nochmal lang gelaufen bin jetzt. Kommen wir jetzt hier hoch? Ja, also hier oben müssen wir was machen. So. Wusch. Okay, gucken wir uns mal um. Irgendwie. Schauen, müssen wir ja irgendwas hier machen, damit sich das aktiviert. Ah, du wartest. Ach so, das hast du auf YouTube gesehen. Du wartest auf die letzten Parts. Ja, die kommen jetzt immer nach und nach. Nochmal die Schrotflinte. Man findet die häufiger. Ja, ist doch gut, oder? Also. Das brennt. Ich muss einfach von dem. Das brennt. Okay, das hier, was ist jetzt? Da drüber laufen. Hä? Was ist das für Rätsel? Ach, jetzt. Es ist echt zu spät, ich kann nicht mehr nachdenken, also. Oder haben wir wieder so Fackelrätsel? Ich weiß es nicht. Komisch ist, wenn ich jetzt hier wieder weggehe, dann verschwindet das ja wieder. Und ja, ich weiß, vielleicht ist es total offensichtlich und ich verstehe es gerade nicht, das kann auch sein. Ja, nein, du sollst es jetzt nicht verraten. Jetzt gib mir wirklich mal. Gib mir einfach mal ein bisschen Zeit hier, ne? So, wir machen mal Folgendes, warte mal. Oh. Jump. Nee. Ja, ich hab schon gesehen irgendwie jetzt gerade. Warte mal. Ich muss wahrscheinlich einfach nur auf den Dingern landen oder was, ne? Okay, warte mal. Das. So, zack. 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 Und. Zack. Ja, geht doch. Ja, ne, hat doch super funktioniert. Ich bin zufrieden. So, was haben wir hier? Viel Sand. Sind wir. Ah, gut, die guckt mich ein bisschen böse an. Kommt doch gleich wieder. Ich hoffe, das hier erwacht nicht zum Leben. Ich kenne Tomb Raider, kommen immer aus irgendwelchen Ecken Viecher gesprungen, die mich töten wollen. Warte mal, ich gehe mal hier unten lang. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Wo ist eigentlich mein Typ hin? Der ist auch schon wieder komplett verschwunden wahrscheinlich. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Kann auch sein. Wiss. So. Ach, da unten ist er ja. Ja, aber ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch an der Stelle aufzuhören, aber ich habe ja gesagt, bis 23 Uhr, wir haben es jetzt 22:55. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir noch ein bisschen Zeit hatten, in Tomb Raider 4 zu schauen. Und es macht jetzt, ich speichere nochmal, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin froh, dass wir den dritten Teil durchgeschafft haben. Ich bin froh, dass wir den vierten Teil angefangen haben. Also, ja, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach. Also erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Und hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider 4 Revelations oder wie es heißt, Last Revelation, genau. Bis dahin.